Alles klar, Freunde, und weiter geht es. Willkommen zurück. Hier war doch so ein Dackel, der hin und her geflogen ist. Ich habe noch auf den, der ist auf mich zugeflogen und das ist einfach nur ein Eikampf. Oh, Vegeta GT. Schlechte Form, Trunks, dass die Schläge aus den Hüften kommen. Verstanden, Otosan. Ey, was macht ihr da? Wie aggressiv. Oh, hä, wer zur Hölle bist du denn? Mein Name ist Osol, ich habe nur gefragt, was ihr macht. Ich püge diesen Waschlappen wieder in Form. Ach so. Alter, der Junge ist so aggressiv unterwegs, das ist unglaublich. Junge, an deinem Ki kann ich erkennen, dass du im Kampf auch nicht von schlechten Eltern bist. Komm ran. Findest du? Ich weiß es. Das ist eine seltene Gelegenheit. Mach mir das Beste draus. Spare mit dem Jungen. Zeige ihm, was, wie man das macht. Otosan, wir haben es gerade erst kennengelernt. Ah, ja. Komm ran, Junge. Kriegst aufs Maul, Junge. Ich zeig dir, wer der wahre Sohn von Vegeta ist. Komm her, komm her, komm her. Ja, ja, komm her, komm her. Let's go. Pan ist euer Raucherstaat. Was sind, hast du dich verlaufen, oder was? Ich war zufällig in der Gegend. Cool, wir haben gerade ein bisschen Bahn zu sperren. Klingt gut. Ist auch ein Platz frei? Mir gefällt deine Initiative. Du kommst zu Trunks. Toll, nun, ja. GG. Zeig ihn ein. Kommt ran. Kein Problem. Wir gehen, du kannst auch noch was zukommen, gerne. Einseitig? Junge, 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 Junge. Komm her, Trunks. Komm her. Wir wollen jetzt die LR-Karte aus. Ja. Hat man den Ball flach. Hat man den Ball flach. Let's go. So, jetzt. Apropos Vegeta GT. Wisst ihr, wie sehr ich mich aufgeregt habe, dass Vegeta sich die Haare geschnitten hat? Warum auch immer er auf diese Idee kam in GT, okay? Jetzt mal völlig egal, ob es Canon ist, tralala, bla 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 ist. Egal, wir reden einfach drüber. Warum? Wie? Wer? Wie kam er auf die Idee, ich schneide jetzt meine Haare? Nicht nur das. Zudem wachsen ja die Haare von Saints nicht, aber nicht nur das. Also laut dem letzten, also laut dem Stand von GT damals oder von früher einfach. Das ist nicht alles, der lässt einfach einen Schnauzer. GG. Einfach erste Szene von Vegeta. Ich denke mir, oh mein Gott, wie sieht Vegeta in GT aus? Kurze Haare. Einfach ein Schnauzer. Der denkt, der wäre cool. Ich muss ehrlich sagen, das sah gar nicht mal so schlecht aus, okay? Aber die haben sich alle übel witzig gemacht. Bulla und sowas. Und das hat ihn ja übel angekotzt. Hat das weggerasselt, aggressiv in die City gegangen. Und ist geklatscht. Und keiner weiß, wer hat ihm gesagt, Vegeta, Vegeta, Prince of All Saiyans, zieh dir Lederhosen an, die schön glänzen. Mmh. Wer? Ja, Leute. Ja, Leute. Da kann alles passieren, ne? Kann alles passieren. Aber ja. Naja, so ist es halt manchmal. Nee, nee, ich war nur Spaß mit. Also, es war schon ein bisschen. Ich fand es schon ein bisschen komisch für. Aber er ist alles fein, absolut fein. Ich meine, Vegeta GT ist auch gar nicht mal so schlecht aus, so mal jetzt. So. Jetzt sag mal drauf, was er drauf hat. Zeig mal drauf, was ihr drauf habt. Genau dies. Zeig mal her, was ihr drauf habt, natürlich. Oh my god, Nies. Jetzt komm ran. Oh, jetzt eskaliert ja alles. Sag mal, was habe ich meinen Krafting gegeben, dass die alle so eskalieren auf Runde 2? Schon vor meinen CAAs. Ich hab auch legit vergessen, ob ich das überhaupt zeigen darf und nicht und was weiß ich. Die. Ja, G für GG. Ganz echt. Alter, wie es auch leckt sogar, ne? Ich merke das gerade, sorry. Wegen was? Wegen so einer Mission? Für so wenig Schaden? Oh je. Ich muss mal darauf achten, ob ich das nächste Mal, ob ich da B kicken kann. Weil das zieht ja den Kampf übel in die Länge. Oder ich entferne einfach
die einen super Angriff. Oh ja, die Overkill, was machen die? Komm her, wir bam, bam, bam. Brrrra. GG. Raus mit den Trunks. KO. Ja, so viel dazu, Palm Trunks. Ja, raus mit euch. Siehst du, wie tief du schon gesunken bist, Junge? Ja, schon leider echt, Junge. Da musst du schon, ich habe immer trainiert. Aber wahrscheinlich hat es einfach nicht gereicht. Ganz ehrlich. Ich wollte auch unbedingt Pan in Super Saiyan sehen in GT damals, wenn wir jetzt schon über GT gesprochen haben am Anfang. Ich weiß gar nicht, wieso das sie nicht gemacht haben. Ich wollte Pan. Wer wollte das nicht? Okay, gibt vielleicht ein paar, die das nicht sehen wollten, aber ja. Ich wollte es auf jeden Fall sehen. Pan in Super Saiyan kam leider in GT nicht vor. Oder auch an sich gar nicht vor, oder? Es sei denn aus irgendeinem Spiel oder so. Ja, weiß nicht. Fand ich schade. Missed Opportunity. Aber gut. So ist es halt. Jetzt machen wir weiter hier an der Stelle. Let's go. Oh. Was geht da? Gegen. Ja. Genau das wollte nämlich gerade sagen. Training mit den GT-Kämpfern. Ich bin gespannt, was hier dann kommt. Wenn wir irgendwie dann, keine Ahnung, stolpern und gegen Baby Vegeta kämpfen oder gegen Fieber Vegeta oder so. Nur her damit. Nur her damit. It's a mad. Hi Trunks. Bin beleidigt. Lass mich in Ruhe. Sieht's aus. Vater ist erpicht auf alles. Was? Vater ist erpicht. 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 Verdammt nochmal, dieses Wort habe ich mal gehört, aber noch nie in meinem Leben schriftlich gesehen. Oder? Alle zu wahren Saiyan-Krieger zu mal formen. Hä? Wie, wer nutzt sowas? Erpicht. Oh, was ist der jetzt? Verhätschel mich, erpicht nicht, weil keiner weiß, was hier abgeht. Vergessen, was? Ne, versessen, begierig. Ah, die Leute waren auf unser Korallennägel und Messer so erpicht, dass sie gegen diese Waren eine. Was? Diese Waren eine unglaubliche Menge an Zeug und Gerätschaften ist im Boot, wo wir haben. Hä? Spricht man das so aus oder spricht das falsch aus? Auf etwas erpicht sein. Ich glaube, ich spreche das gerade falsch aus, aber ich liegt mir gerade auf der Zunge, wie man das aussprechen sollte. Auf etwas begierig versessen sein. Ja, 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 ja. Naja, was soll's. Ja, was redet ihr so lange da drauf? Ja, ich drauf geachtet jetzt. Ja, mich total verwirrt. Ja, ja, komm ran. So! Jetzt kommt mal der Hund. Höchstens zwei Runden mehr brauche ich auch nicht für euch, Dackel. Kommt. Mehr brauche ich auch für euch nicht, tut mir leid. Mehr brauche ich auch für euch nicht. Wisst ihr was, komm mal, ich schau mal King Vegeta raus, damit ihr Lappen mal. Damit ich die Heldenenergie aufpumpen kann für die zweite Runde. Let's go. Wie viel haben die rausgeschaltet? 2? Ja. Au! Junge! Lass mich in Ruhe! Ich müsste gehen, ey. Schau wieder! Oh nein. Jetzt kommt er nur. Aber Hilferuf von Trunks, ja, das ist auch nötig, mein Sohn. So. Oh, jetzt Eskalation. Oh mein.
Di-di-di-di-di! Kraftmodul rein damit. Oh, jetzt haben wir die GG-Kamehameha. Ich muss auch gucken, ob ich das. Stimmt, ob ich. Oh, muss ich die aktivieren? Ich hoffe nicht. Die GG-Kamehameha. Von meinem Avatar. Ist irgendwie Ulti, die ich dem gegeben habe. Oder irgendeine Fähigkeit. Ich hab's auch vergessen mit dem Zubehör. Egal, guck mal. Jetzt. Let's go, rein damit. Mahlzeit. Okay, wieder nur zwei rausgestellt. Hä, hör mal, ich hab übel wenig Kraft. Irgendwas stimmt da nicht, mehr sein. Kopf, ja, was, hä? Bini! Na. Oh oh. Vegeta! Wollte gucken, ob ich das skippen kann, aber nee, muss ich immer jedes Mal gönnen, oder was? Nein! Jawohl, weg damit! Was Gott kann man ja, braucht man nicht. Das dauert zu lang, mein Freund. Das dauert viel zu lang für so wenig Schaden. Da tue ich lieber hier Auto-Attack, so viel Schaden hier verrichten. So, ciao! Oh mein Ah! Ah! Aua! Ah, weg mit euch! So, jetzt haben die GT-Kids auch eine Packung bekommen. Ah, und sie schlagen uns da richtig. Was für eine Holzsee. Hey, weg, Vegeta, komm du mal ran! Ja, komm ran, komm ran. Der nächste wird bislang beeindruckt zu sein. Macht sich bereit. Ja, klar, ich bin bereit, einfach sich einzufahren. Oh, Junge, Junge, Junge. Auch noch gegen Vegeta. Vegeta, geh sofort in Super Saiyan 4, okay? Mach keine Faxen. Hol Goku, fusioniert euch. Easy win für mich. Easy. Braucht man nicht drum lang drum reden. Nett Schnacke. Ah, der holt tatsächlich noch kein Rot. Der denkt, es bringt den was. Oh mein Gott. Es wird Zeit, komm ran. Er steht hier vor dir, ich hoffe, du bist zufrieden. Moment mal, du meinst doch nicht etwa. Doch, diesmal wirst du gegen mich kämpfen. Wusste ich so. Bei deinen Folgekämpfen hast du bewiesen, dass du nicht einfach nur Glückstreffer erzielst. Jetzt bist du bereit, einen wahren Saiyajin-Kampf zu erleben. Bereit, Osaru, hier komm. Einen Moment, Jotomate. Oh oh. Kakaroto, was soll machst du denn hier? Vegeta, du bist so gemein, ich wollte auch kämpfen, ey, bitte. Ah, mein, ja, komm mit, okay, alles klar. Okay, danke schön, ja, okay. Kämpfe zusammen, ja. Hey, du da, ja. Ich hab deine Kilometer weit gespürt, du bist echt ein heftiger Trainer. Danke, oh, liegt an meinen langen Arm. Willst du kämpfen? Bitte. Das ist mal was Neues, normalerweise frage ich das immer. Ja, kein Problem, Vegeta, du bist soweit. Bist du weit? Mama, du Avdo. Ey, wie hat er den gerade wie gemeint, oder was? Nein, Siri, nicht schon wieder du. Hey, Siri. Hadeva! Spaß, wirklich. So, jetzt noch Vegeta und Goku auf Small. Den Gefallen tue ich ihnen auf jeden Fall. Ja, ja, Junge, komm, ihr zwei mal ran hier. Ihr Schlappen. Waschlappen. Ja. Let's go. Let's go. Shibata! Oh mein Gott, so echt müde. Ich hab vergessen, Wasser mitzunehmen. So lange nicht mehr getrunken, ey. Oh je. Stay hydrated. Immer trinken, Freunde. Wasser trinken. Water. Water, my friend. Oh. Oh. Oh je. Yeah. Aua, lass das, Vegeta. Vegeta, lass das, bitte. Au. Vegeta, lass das, bitte. Dann lassen sie das. Nein, ich merke schon, wir werden wieder langsam crazy. Das heißt, die bekommen langsam Hunger. Aber es sind wir auf jeden Fall noch durch.
Und danach? Oh. Wow! Shit! Jetzt kommen wieder die legendären Animationen. Oh mein Gott, diesen Uyoko sollte wahrscheinlich wieder rausklatschen, ey. Lili. Raus damit! Ich bin eine Dab Machine. Nein. Und raus mit euch. So. Es gibt wieder was zu essen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Aber ich habe gut Heldenenergie. Let's go. Vegeta, komm mit sie, jetzt. Ja, komm raus, Vegeta. Ja. Ja. Vegeta. Eine Animation von 2 Minuten für 1000 Schaden. Genau das ist das, was ich liebe. I don't wanna know if you blame me. Keep it on alone. Banana. Warum leckt es? Das können wir nicht spielen, ey. Nö, das soll man nicht sehen. So. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Junge, und mit Auto-Attacks. Was ist das? Was wird hier gespielt? Weiß es nicht. Komm, Gogeta. Chanera. Urknall kann man mehr. FIFA Gogeta ist geil. FIFA Gogeta war richtig geil, als er kam zum allerersten Mal. Da musst du schon Props geben. Raus mit euch! Alles klar, Goku und Vegeta. Was ist jetzt das? Ja. Junge stark. Ja. Jetzt müsst ihr zum Vielfachen werden. Let's go. Komm ran. Ja, jetzt bin ich gespannt, weil, ohne Spaß, jetzt bin ich gespannt, wer kommt. Ah, normalerweise FIFA, Goku und Vegeta, was soll denn sonst kommen? Oder? Es sei denn, die S-Kennen sofort nur gegen den Gogeta. Ist nämlich auch die letzte Stage jetzt, mehr oder weniger. Ja, genau. Oh, okay. Und? Ich tippe einfach drauf, wir gucken nicht nach. Ja, ich habe ja die letzte Mal immer nachgeschaut mit X, hätte ich vielleicht nicht tun sollen. So, jetzt Vegeta hat gewonnen, schon wieder. Bei dem hast du ganz schön was zu tun, Rosa, du. Oh, du glaubst ja nicht, es hat mir sogar gefallen. Du bist echt eine Marke, Rosa, absolut Dankeschön. Was steht heute auf dem Planet? Was? Planet Vegeta habe ich gelesen. Das wollte ich gerade erklären. Hey Leute, komme ich zu spät? Aber wie? Tut mir leid, ich hatte unterwegs Hunger bekommen. So sieht's aus, Opa hat sogar noch einen Nachschlag genommen und noch einen. Naja, du kannst dir das vorstellen. Gar nicht bildhaft. So, Pano, heißt das etwa? Ja, du kennst heute gegen uns alle. Lol, gegen alle. Ah, okay. Alle gegen Rosa, du? Ja, komm ran. Alter, wie der gerade Gohan gedisst hat. Oh mein Gott. Diese Vegeta verteilt links und rechts so sneaky Sprüche. Es ist unglaublich. Komm ran. Ich enttäusche dich schon, nicht, keine Sorge. Enttäuscht ihr mich nicht, ihr kleinen Pisser. Nun denn. Opsa. Jetzt schauen wir mal. Sind die alle in Super Saiyan? Außer Paar natürlich. Ne, nicht alle. Oh, Super Saiyan 3. Die schieben einfach Super Saiyan 3 Vegeta GT rein. Aus dem Nichts, einfach mal so, komm ran, wir schienen einfach mal rein. Was machen die? Keiner weiß. Na gut, jetzt bin ich mal gespannt. Aber wenn ich so einen King Vegeta raushaue, dann geht das. King Vegeta würde schon richtig nett Heldenenergie geben. Ich schnau mal mit King Vegeta Heldenenergie, let's go. Aber das Ding ist, wahrscheinlich greifen die dann King Vegeta. Ah, okay, sehr schön, okay. Jawohl, die fokussieren sehr gut. Sehr gut. Er bekommt eh in Runde 1 nicht mehr als 1000 Schaden. Sehr gut. Gut.
Ja, wir hoffen auch. Sehr gut. Danke, ciao. Die Mad Goku ist, oh mein Gott. Zorn der Jungfer heißt der Fick. Ey, wieso geben die Paaren so gestörte Namen? Wie in Zeroes ihre Super-Attack, Jungfernknall. Was sind das für Namen, Mann? Zorn der Jungfer. Oh. Ist halt einfach tot. Komm wieder da. Wie witzig das aussah. Noch jemand? Oh je, wer will denn noch was? Oh. Greif den King Vegeta an. Shit. Wartet's ab, wartet's ab. Ja, jetzt kommt mal ran. By the way, ich nenne ihn ja King Vegeta. Ich hatte letztens jemand in den Kommentaren gefragt, wieso nennst du King Vegeta? Das ist doch nicht King Vegeta. Ich, zum einen, wusste ich nicht, ob das ironisch war oder nicht. Weil man macht ja so Jokes mit den Mass-Charakteren, wie bei Mass Sane. Das ist ja Bardock offensichtlich, aber ja, man weiß halt legit nicht so, ha. Ich wusste halt nicht, ob es ironisch war oder nicht. Jedenfalls, das ist, der heißt eigentlich Dark Mask King. Aber das ist hinter der Maske ist Vegeta. King Vegeta. King Vegeta ist hinter der Maske. Genau. Also der Vater von Vegeta. Ja, 80.000 Vegeta, genau. Jetzt, komm. Lilililili. Komm. Hab jetzt nicht drauf geachtet, wie viel Kraftstufe die letzte Runde hatten. Egal, nicht schlimm. The Dabs. Kein Riesenmodus. Nope. Aber. Hopsa. Unsere Taktik immer. Wieso hab ich so wenig Kraft? Hä? Liga, warte mal. Wieso ist meine Kraftstufe so gering? Was mache ich? Oder liegt das Leute am Event liegen? Das kann nicht sein, dass ich so wenig Kraft habe. Oh. Oh. Hä? 5609, das muss am Gegner liegen. Irgendeine Fähigkeit von denen, glaube ich. Hä? Ganz komisch. Ich habe legit nicht drauf geachtet, was für Fähigkeiten die haben. Kann aber gut sein. Aber gut, Hauptsache ich greife zuerst an. Wie klein es aussieht, by the way. Als zum ersten Mal vorgestellt wurde, ja, dachte ihr, das gab es ja so Hunde-Memes. Opsa, oh Mann. Oh je, der wieder. So viel Show für so wenig Schaden. Nein! Keine Gottkammer mehr. Wir wollen die Auto-Attacks. Jawohl. Wir haben volle Heldenenergie, genau das will ich sehen. Final Flag! Ja! Ins Gesicht war das. Wieso bekommen die keinen Schaden? Ah, jetzt. Otomeda, hingehen. Sehr schön. Wir gehen raus mit euch. Das war easy. Ja gut, Freunde, so viel dann auch dazu. Ich hab überlebt. Das hast du diesmal verdient, sogar ein Kompliment gut gemacht. Danke, du bist die gewohnte Beste. Wenn du da bist, kann ich mir nicht auch mal noch mehr ausruhen. Naja, auch unseren letzten Match habe ich auch extrem hart trainiert. Du bist echt was Besonderes. Wer hätte gedacht, dass du uns allen so einen harten Kampf anbieten würdest? Ja, ich war überzeugt davon, dass es klappen würde. Wenn ich eins gedacht habe, dann war es absolut nicht in Form bin. Bede. Oder dass ihr in absolut nicht in Form seid, ja. Sollst du auch lieber tun. Trainiert mal lieber, ja. Bootcamp, kommt ran. Korrekt, okay. Sehr schön. Ja gut, Freunde, so viel auch dann dazu, würde ich sagen. Machen wir Schluss für diesen Part. Das nächste Mal machen wir dann weiter mit der... Ja, wir können auf die nächste Map. Genau, richtig, da sind wir stehen geblieben. Und dementsprechend bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall noch schöne Tage. Und dann sehen wir uns, was jetzt los. Ich habe den gar nicht gesehen, Saman. Ich dachte gerade, habe ich irgendwas verpasst? Ich wollte nämlich abschließend sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal von hier aus wieder. Und dann kam der dazwischen.
Ah, du kleiner Penner, geh mal zur Seite, damit wir sie beenden können. Was ist denn los? Dafür hast du uns aufgehalten? Wäre es ein Ticket? Okay, aber dafür? Oh mein Gott. Ja. You useless. Na gut, Freunde. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ade. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.